Fitness mit Marc, Folge 190. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er liebt Flugzeuge. Marc Maslow. Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Heute habe ich wieder Verstärkung hier im Studio und zwar einen der bekanntesten Fußballcoaches Deutschlands. Fußball auf Englisch, also Football, American Football. Als Trainer hat er mit seinen Teams zweimal den German Bowl, dreimal den Euro Bowl, zweimal den World Bowl, den EFL Bowl und die World Games gewonnen. Er wurde französischer Meister im American Football und ist 2010 GFL Coach of the Year geworden. Er versteht es wie kein anderer, Teams zu motivieren, zum Ziel zu führen und kommentiert seit 2015 die Spiele im RAN Football. Vor kurzem ist sein Buch Believe the Hype erschienen und das schlug in den Bestsellerlisten ein wie eine Bombe. Heute ist er hier zu Gast, Patrick Esume, von seinen Fans liebevoll Coach Esume genannt. Wir sprechen über das M der Mark-Formel, über Motivation, über Erfolg im Sport, auch im Leistungssport, wie du Ziele erreichst, wie du mit Rückschlägen umgehen kannst und was dich zum Dranbleiber macht. Viel Spaß bei der heutigen Folge mit Patrick Coach Esume. Bist du ein Dranbleiber? Zusätzlich zu diesem Podcast holen sich bereits, vorsichtig formuliert, über 30.000 Menschen über den wöchentlichen Dranbleiber-Newsletter praktische Tipps, die dir dabei helfen, nackt gut auszusehen. Werde Teil der Marathon-Fitness-Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, ihren Körper zu verändern. Trag dich ein für den Newsletter. Werde Dranbleiber und sicher dir die drei Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist dranbleiber.com. Moin Patrick, herzlich willkommen bei Fitness mit Marc. Moin Marc. Für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du? Ja, wer bin ich? Mein Name ist Patrick Esume, wie du schon gesagt hast. Ich bin TV-Experte bei ProSieben Sat.1, bei RAN für die NFL und bin eigentlich professioneller American Football Trainer. Patrick, du hast ja schon einiges erlebt. Du hast eine ziemlich steile Karriere gemacht. Was begeistert dich eigentlich an deinem Beruf? Einerseits als Trainer, aber eben auch als, ja, im Prinzip könnte man ja fast sagen, Journalist jetzt, als Kommentator im Fernsehen. Was begeistert mich? Also eigentlich am Ende des Tages begeistert mich immer der Sport am meisten. Es ist jetzt nicht irgendwie der Fame, das im Studio sitzen, das Hin- und Herreisen, das ist nicht das, was viele denken, dass es das Interessante ist, sondern tatsächlich die Arbeit am Athleten, an der Mannschaft, mit allen, die mithelfen, mit meinen Trainern, mit der Coaching-Staff. Und dann zusammen, ja, Spiele zu gewinnen, sich vorzubereiten und auch durch so ein Turnier zu gehen, wie zum Beispiel die Weltmeisterschaft oder die World Games. Das sind eigentlich so die Sachen, die man als Trainer eigentlich am meisten zu schätzen weiß, weil das Drumherum ist eigentlich nur Makulatur. Du bist ja gestartet damals erstmal selbst als Spieler bei diversen Vereinen in Deutschland. Dann bist du American Football Trainer geworden. Unter anderem der einzige deutsche Trainer in der amerikanischen NFL. Jetzt kommentierst du bei RAN. Wie kam das denn, dass sich das so entwickelt hat? Wie fing das alles an bei dir? Oh ja, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich eine Anreihung von Zufällen, weil geplant war es eigentlich von mir nie, Trainer zu werden. Ich habe, wie du schon gesagt hast, habe ich selbst gespielt. In der Bundesliga 10 Saisons habe ich gespielt.
Und irgendwann habe ich dann angefangen beim Zweitligateam, also ich habe in der Bundesliga gespielt und beim Zweitligateam, damals den Hamburg Wild Huskies, habe ich dann angefangen als Trainer mitzuhelfen auf meiner Positionsgruppe, weil ich einfach das Gefühl hatte oder weil ich Spaß daran hatte, anderen was weiterzugeben, was ich von guten Trainern erlernt hatte. Ja, und so fing das Ganze an. Dann habe ich irgendwann aufgehört, wurde dann da Defense-Koordinator in der zweiten Bundesliga. Ja, und dann der nächste Schritt war dann schon ziemlich kurz nach meinem Start im Trainerbusiness. Ich war ein Jahr wirklich Trainer im Amateursport oder zwei höchstens und bin dann in den Profibereich gewechselt, in die NFL Europe. Das war, da war ich 27 oder ich bin gerade 27 geworden. Ich war noch verdammt jung und ja, und hatte dann das Glück, als junger Deutscher in der amerikanischen Profiliga mit Trainern zu arbeiten, die alle 60 und aufwärts waren. Alle hatten Super Bowl-Ringe und die haben mir dann Football-Coaching auf die Oldschool-Variante in der NFL beigebracht. Also das war für mich die ersten 3 Jahre in Frankfurt waren wie eine Ausbildung, weil ich hatte, ich will nicht sagen keine Ahnung, aber eigentlich hatte ich keine Ahnung. Wenn du als Spieler im Amateurbereich spielst, dann hast du keine Vorstellung davon, was in der NFL passiert. Und da habe ich sozusagen in den ersten 3 Jahren dann in Frankfurt wurde ich wirklich erstklassig ausgebildet. Danach kam ich zurück nach Hamburg, weil hier das Franchise aufgemacht wurde und da brauchten sie ein bekanntes Gesicht. Ich wollte auch zurück nach Hamburg, das hat sich also ganz gut getroffen. Ja, und da begann es dann, sich auszuzahlen, was ich in Frankfurt erlernt habe und bin dann aufgestiegen zum Special Teams Koordinator und irgendwann Offense Koordinator, was sozusagen die Nummer 2 hinter dem Head Coach ist, was vorher auch noch nie ein Deutscher gemacht hat. Ja, und im letzten Jahr der NFL Europe haben wir dann tatsächlich den World Bowl gewonnen. Das war, glaube ich, mein größter Erfolg dann in der NFL Europe. Ich habe den auch einmal mit Frankfurt gewonnen, aber nicht als Koordinator. Das war schon ziemlich beeindruckend für mich als junger Trainer. Ja, dann wurde die Liga irgendwann geschlossen. Dann bin ich nach Amerika gegangen zu den Cleveland Browns, weil ich da jemanden kannte, den hatte ich vorher bei meinen Internships in Oakland kennengelernt. Ja, und dann war ich 7-8 bei den Cleveland Browns. Da wurden dann alle gefeuert. Dann war für mich natürlich auch der Traum Amerika vorbei. Dann bin ich zurückgekommen nach Frankreich, da war ich dann Cheftrainer für Paris, war mir sehr erfolgreich, französischer Meister geworden. Ja, und so ging das eigentlich immer weiter und weiter. Dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen, war in Kiel Cheftrainer, deutscher Meister geworden, sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Und irgendwann, jetzt muss ich mal gucken, wie kam denn der Sprung zum Fernsehen? Das ist ja das Interessante, ja. Ich rede jetzt schon so lang. Aber ja, tatsächlich war ich dann Trainer im Amateurfootball hier in Deutschland, in Kiel und hatte dann irgendwann den Punkt, wo ich gesagt habe, als Profi im Amateursport zu arbeiten, ist einfach undankbar. Weil so viele Komponenten, dein Job, sag ich mal, ob du Brot nach Hause bringst und Geld verdienst, hängt halt nicht nur von deiner Leistung ab, sondern von Amateurspielern, die auch einen Job haben, studieren, Befindlichkeiten haben. Und irgendwann kam der Punkt, der kam bei mir 2014, wo ich gesagt habe, nee, es reicht. Ich bin durch mit dem Thema, ich war auch sehr erfolgreich und habe hier in Europa alles gewonnen und musste irgendwas Neues machen. Und wie es denn so ist, manchmal hört man dann auf und weiß noch nicht, was man machen soll. Und dann kommt was Neues und es kam tatsächlich das Angebot der französischen Nationalmannschaft vom Verband, die Nationalmannschaft zu übernehmen. Das habe ich dann gemacht und ich habe mich selbstständig gemacht mit meinem Businesspartner Mario damals und wir haben eine Sportvermarktungsfirma gegründet. Parallel habe ich dann, ach ja, das fing schon 2008, dann habe ich andere Athleten aus anderen Sportarten, sag ich mal, athletisch betreut. Mhm. Was für Sportarten? Brian Al-Almin, den damals wurde er 2008, den habe ich vorbereitet vor seiner Weltmeisterschaft im Thai-Boxen. Mhm. Und der wurde dann Weltmeister. Der hatte in der Zwischenzeit sein eigenes Kampfsport-Gym, das Hanse-Gym hier in Hamburg. Und der rief mich dann auch 2014 an und fragte mich, hey, sag mal, ich habe hier einen Athleten, der braucht deine Hilfe, weil es hat mich damals nach vorn gebracht, als du mich vorbereitet hast. Und der könnte das auch gebrauchen. Der heißt Ruslan Chagayev. Und ich dachte mir, der Name kommt mir so bekannt vor. Irgendwie kenne ich den doch. Bin nach Hamburg gefahren und habe den getroffen. Und siehe da, ja, stimmt. WBA-Rangliste, war mal Weltmeister im Schwergewicht. Und der sah halt aus wie ein Sack Schrauben. So, und den sollte ich dann in Form bringen. Das habe ich dann gemacht und war auch sehr erfolgreich. Ruslan wurde Weltmeister. Und daraus wurde dann tatsächlich nicht nur eine Athlet-Trainer-Beziehung, sondern wir haben ihn dann tatsächlich auch mit meiner Sportvermarktungsfirma vermarktet. Unter anderem haben wir die Fernsehrechte für ihn hier in Deutschland verhandelt und so bin ich in Kontakt gekommen mit RAN. Ah, okay. Und
der gute Mann, der Senior Vice President, Alex Rösner von RAN, der sagte dann irgendwann, als wir mal verhandelt haben, sagte der dann irgendwann zu mir, sag mal, Patrick, stimmt das, dass du in der NFL warst? Und ich dachte, ja, das stimmt. Ja, wir zeigen doch jetzt die NFL im Free TV, wir brauchen noch einen Experten und keiner kann mich so totlabern wie du. Wie wär's denn, wenn du das machst? So, und dann so fing das alles an. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss mal gucken. Dann gab es noch einen Termin bezüglich Boxen. Und das haben sie dann so gelegt, dass Frank Buschmann da war. Und dann haben wir mal so probemäßig irgendwas kommentiert. So, und am Abend rief er mich dann an und sagte, ey, du musst das machen. Buschi war auch begeistert. Habe ich gesagt, ja, ich überlege mir das mal. Am Anfang war ich nicht begeistert, weil ich dachte, oh, meine Kredibilität dann im Fernsehen, ne, denken die Leute, du bist nur noch der Fernsehcoach. Aber meine Frau hat dann gesagt, so pass mal auf, du meckerst über die deutschen Übertragungen, das ist ja nicht gut genug, dann mach's doch jetzt mal selbst. Ja, und der Rest ist Geschichte. Jetzt geht bald die vierte Saison los, das mache ich schon das vierte Jahr und ja, seitdem mache ich Fernsehen und das wird dann immer größer. Dann kam ein Magazin dazu, jetzt kommen noch andere Formate auf anderen Sendern und auch bei ProSieben dazu. Ja, und ich hätte es eigentlich nicht erwartet, aber jetzt bin ich hier. Das ist auch die Frage, die ich mir eben gestellt habe, als du erzählt hast. Rückblickend, also deine Karriere fing so vor 20, ein bisschen mehr als 20 Jahren an. Was hattest du damals für Ziele? Und ich höre so ein bisschen raus, da ist noch viel mehr passiert wahrscheinlich. Viel mehr. Aber hattest du ein Bild davon im Kopf damals, wo du hin willst? Ach, als ich angefangen habe, Football zu spielen und die Liebe für den Sport in mir entdeckt habe, war mein größtes Ziel, einmal so einen Championship-Ring zu gewinnen. Nur einen einzigen, weil, was viele da draußen wahrscheinlich nicht wissen, das ist den meisten, wahrscheinlich 99% der Athleten im Football, ist es nicht vergönnt, so einen Ring mal zu gewinnen. Und ich wollte halt einen haben. So, das war mein Ansporn. Das hat dann 96, wurde ich dann deutscher Meister und Champions League-Sieger. Da gab es gleich zwei Ringe. Mhm. So, und dann habe ich schnell gemerkt, so, ja, das muss aber weitergehen. Und dann, ja, dann lief es einfach immer weiter und lief gut. Aber ich hatte jetzt nie konkret vor Augen, ich will jetzt ein toller Trainer werden und mal in die NFL gehen. Das kam dann erst später, als ich dann in der NFL Europe war und realisiert habe, was ich da alles gelernt habe, dass ich mir gedacht habe, Mensch, vielleicht kann das mit der NFL ja mal was werden. Und aber die meisten sagen dann natürlich, genau, du als Deutscher, das wird doch nichts und so, aber man probiert weiter, wurschtelt sich weiter durch, folgt seiner Leidenschaft und am Ende des Tages, wenn du deiner Leidenschaft folgst, dann wirst du auch irgendwann erfolgreich sein. Zu den Ringen, der ein oder andere, der vielleicht American Football noch nicht kennt, jedes Mal, wenn man eine Meisterschaft gewinnt, als Trainer oder als Spieler, dann bekommt man einen Ring. Genau. Ist das nur beim American Football so? Ich glaube, dass andere Sportarten sich das ein bisschen abgeguckt haben. In der NBA, beim Basketball ist es auch so. Und ich glaube, dass jetzt viele mancher Sportarten sich das abgeguckt haben und damit auch anfangen. Ich weiß, dass die Bayern bei München jetzt auch anfangen, irgendwie Ringe zu verteilen. Weil es ist natürlich, wenn du Bayern München bist und zum 100. Mal die Schale hochhältst, ist es schön. Aber es ist auch ganz cool, wenn du als Einzelathlet dann was zu Hause hast, was du angucken kannst. Weil die Schale steht ja nicht bei jedem zu Hause. Insofern finde ich, das ist eigentlich ein guter Reward für jeden Spieler, rückblickend zu sagen, ja, guck mal, 1998 war ich Champions League-Sieger oder 2010 deutscher Meister. Weil das verbindet auch jeden, der in diesem Team war und jeder, der diesen Ring hat, da ist eine Verbundenheit. Die ist bis heute geblieben. Also die, alle Jungs, die damals mit mir bei den Blue Devils damals gespielt haben, selbst wenn wir uns aus den Augen verloren haben, das ist eine ganz tiefe Verbindung, die wir alle haben, die damals gerade diesen ersten deutschen Meisterschaftsring nach Hamburg geholt haben. Das ist was Besonderes und das bleibt das ganze Leben. Es ist auch ein schönes Symbol für Erfolg. Also es gibt viele Menschen, die sind erfolgreich und die feiern aber diesen Erfolg gar nicht. Und ich glaube, es ist was total Schönes, auch wenn man ein Ziel erreicht, das dann zu zelebrieren. Vielleicht nur für einen kurzen Moment. Wie ist das bei dir? Wie gehst du mit deinem Erfolg um, wenn du ein Ziel erreichst? Ja, ich bin ein schlechter Sieger sozusagen, würde ich denn sagen. Denn ich weiß tatsächlich, dass, wenn ich zurückblicke auf meine Trainerkarriere zumindest, immer wenn ich einen Ring gewonnen habe, war ich eigentlich eher erlöst. Und mein erster Gedanke war, okay, was muss ich machen, um nächstes Jahr diesen Ring wieder zu gewinnen oder zu verteidigen. Also ich bin
schlecht in mich ausruhen und mal kurz eine Zäsur zu setzen, sondern bei mir ist Stillstand ist eigentlich für mich Rückschritt. Also ich bin dann sofort wieder beim Nächsten und kann mich gar nicht lange darüber freuen. Das ist natürlich nicht gerade die beste Qualität, aber ultimativ, wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, das ist der Grund, warum ich vielleicht auch erfolgreich war oder bin in dem, was ich mache, weil ich halt nicht stillstehe. Ich kann nicht stillstehen, ich muss immer auf dem Weg bleiben. Ob er nun richtig oder falsch ist, ist egal, aber ich bin auf dem Weg und dann ist die Chance 50-50, dass ich auf dem Richtigen bin. Manchmal hoffentlich mehr. Aber Stillstand ist nicht so meine Stärke. Warum eigentlich American Football? Also es gibt ja viele, viele Sportarten. Was fasziniert dich daran? Ja, ich habe ja als Kind in meiner Jugend, ich habe von der F-Jugend bis zur A-Jugend durch Fußball gespielt. Wie jeder Junge in Deutschland. Aber irgendwann hat Fußball mir nichts mehr gegeben, weil es war halt Fußball. Das kennst du, spielst du und ja, dann kam irgendwann Football in mein Leben. So mit 16 habe ich es dann kennengelernt, also relativ spät. Und dann mit 18 hat mich jemand mit zum Training genommen, zu den Hamburg Silver Eagles, damals das Bundesliga-Team. Frank Fischer war das. Der hat mich mitgenommen und gesagt, ey, komm mal mit, du bist doch ein guter Athlet und das könnte vielleicht passen. Und ich hatte wirklich keine Ahnung von den Regeln. Aber ich weiß noch, das erste Training, es war direkt in der Bundesliga. Ich war 18, ich hätte eigentlich noch Jugend spielen können. Und ich habe in dem ersten Training einen Ball gefangen. Der amerikanische Trainer war begeistert. Und ich dachte mir, wenn das Football ist, ja, dann gefällt mir ganz gut. Aber ich wusste natürlich nicht, dass es da auch mal richtig böse ein paar an die Backen gibt. Aber nichtsdestotrotz, obwohl ich die ersten Monate wirklich im Training jeden Tag brutal an die Backen bekommen habe, hat mich der Sport einfach fasziniert. Die Shoulderpads, der Helm, der Geruch, alles, das, die Ansprache, der Team Spirit, die Trainer, das hat mich sofort abgeholt, weil du im Football ultimativ, gerade wenn du in der Defense spielst, kannst du nicht alleine gewinnen. Es ist nicht wie beim Fußball, wo du Messi hast, der nimmt den Ball am eigenen 16er, dribbelt sich durch, schießt ein Tor. Das gibt's nicht. Du musst als Einheit funktionieren. In der Defense musst du als Rudel jagen. Das klingt jetzt ein bisschen wild, aber es ist ja so. Und das hat mich fasziniert, diese Kameradschaft unter den Spielern und auch die Härte des Spiels, die Taktik des Spiels, weil es ist hochgradig taktisch, ist ja eigentlich Schach mit echten Figuren. Das hat mich einfach abgeholt. Vielleicht nochmal für die, die den Sport vielleicht noch nicht so gut kennen. Ich erinnere mich auch an mich selbst. Ich weiß, wir hatten vor ein paar Wochen gesprochen. Da meinte ich zu dir, du, ich habe eigentlich gar keine große Ahnung von American Football. Ich war aber letztes Jahr einmal beim College Football auf einer Reise mit meiner Freundin in Texas. Schön, dass ich das nicht weiß. Austin, genau, in Austin. Bei den Texas Longhorns. Genau, bei den Longhorns. Und wir hatten das Glück, also erstmal mega geile Atmosphäre, richtig, richtig sehenswert. Also empfehle ich auch jedem, der mal in den USA ist und die Chance hat, ein College-Football-Spiel zu sehen, hingehen. Selbst wenn du noch keine Ahnung vom Spiel hast, so wie wir. Wir hatten das Glück, da war ein Ami neben uns, total netter Kerl, und der hat mitgekriegt, dass wir nicht so viel davon Ahnung hatten und hat, glaube ich, das gemacht, was man als Zuschauer eher sonst nicht tun sollte. Die fragen, ob sie einmal kurz die Regeln erklären können, weil die wollen eigentlich, glaube ich, zugucken. Er hat es auf jeden Fall uns erklärt. Wir haben auch nicht gefragt, er hat es einfach so gemacht. Es war super nett und es ist ein faszinierendes Spiel. Kannst du kurz erklären, worum es beim American Football geht und was sozusagen dieses Schachaspekt ausmacht? Also die Grundzüge des Sports sind ja relativ einfach. Du hast 4 Versuche, um 10 Meter oder 10 Yards zurückzulegen. Das kannst du entweder durch Laufspiel, also die 10 Meter laufen, oder der Quarterback, der Spielmacher, kann den Ball jemandem zuwerfen. Und wenn du die 10 Meter überbrückt hast, kriegst du neue 4 Versuche. Und so versuchst du dich übers Feld zu bewegen und ultimativ in die Endzone des Gegners zu kommen, entweder mit Laufspiel oder halt durch Passspiel. So einfach ist das eigentlich. Das sind rudimentär die Grundzüge des Sports. Die graue Theorie dahinter ist natürlich, was für Spielzüge gibt es? Was für verschiedene Angriffsformationen und Philosophien gibt es und wie verteidigt man die? So, da wird das fast wissenschaftlich, aber ich sag mal, die Grundzüge sind eigentlich einfach zu verstehen. Und wenn man dann jemanden im Freundeskreis hat oder neben sich hat, der so ein bisschen Bescheid weiß und mal sich jetzt NFL-Football anguckt oder College-Football, dann ist man eigentlich ziemlich schnell, versteht man, worum es ungefähr geht, und dann versteht man auch die Faszination dieses Sports, weil
in keiner anderen Sportart vereinigst du so viele unterschiedliche Athletentypen wie im Football. Du hast 1,75 bis 2,15 Meter. Du hast 75 Kilo oder 85 Kilo bis ja 165 Kilo bei 2,10 Meter oder sowas. Also du hast alle Größen, alle Typen dabei und die Geschwindigkeit des Spiels und die Härte und die Bilder, die dadurch natürlich dann entstehen, und die NFL ist ja Weltklasse darin, alles super Slow-Mo, das ist das Faszinierende an diesem Sport, weil ich bin ultimativ der festen Überzeugung, dass Football und Rugby zähle ich auch dazu, auch wenn es ein anderer Sport ist, weil er ein fließender Sport ist, wir sind ja statisch, wir stellen uns auf, haben Spielzug, kurze Pause, nächster Spielzug, Rugby ist fließend. Aber diese beiden Sportarten verkörpern eigentlich, sag ich mal, die Grundbedürfnisse des Mannes. So jagen und erlegen oder beschützen. So, und weglaufen. Sag ich mal, wenn du im Angriff spielst, dann bist du entweder ein Beschützer, ein großer, kräftiger Kerl und beschützt die Kleineren da hinter dir. Oder du bist einer von den kleinen Flinken und läufst weg, fängst den Ball, machst einen Touchdown. Oder du bist in der Verteidigung, dann bist du von der Grundtendenz her ein aggressiverer Typ, der jagen und erlegen will. Und ich bin der festen Überzeugung, wir Männer haben das in uns, manche mehr, manche weniger. Und wenn man diesen Sport spielt, dann merkt man ganz schnell, oh ja, das steckt noch in mir drin. Heutzutage geht das ja fast verloren. Ich will das jetzt gar nicht werten, um Gottes Willen, aber für mich persönlich war das einer der Gründe, warum ich gesagt habe, das ist mein Sport, jagen und erlegen. Ich habe gerade dein neues Buch gelesen. Du hast letztes Jahr ein Buch rausgebracht, Believe the Hype, wo du über deine Erfahrung schreibst, auch als Trainer. Und ich habe es weggelesen. Ich musste quasi immer wissen, wie geht die Geschichte weiter. Ich hatte jetzt ein Sachbuch erwartet. Es verrät auch viel über den Sport oder auch wie du als Trainer arbeitest. Nur es ist so spannend erzählt, das will ich damit sagen. Und ich fand es faszinierend, was es eigentlich bedeutet, was du da beschreibst, als Trainer Teams zu betreuen, die ja zum Großteil auch aus Alpha-Tieren bestehen. Wahrscheinlich je höher du auch in den Ligen aufsteigst, desto mehr sehr selbstbewusste, sehr dominante Menschen hast du dort. Wie bekommst du die gesteuert? Gut, das ist jetzt eine sehr breite Frage, ich weiß, aber was braucht ein Trainer, der ein Weltklasse-Team erfolgreich macht? Das ist eine gute Frage, die ich jetzt mal versuche, kurz zu beantworten. Also du musst schon selbst ein Alpha-Tier sein. Das heißt nicht, das soll man nicht verwechseln mit jemandem, der laut extrovertiert ist und viel schreit und dicke Muskeln hat. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Aber du musst natürlich, wenn du 60, 70 Spieler plus noch Coaching-Staff, Helfer, Medical-Staff, hast du da rund 100 Leute, die musst du führen können. Und es gibt verschiedene Stilarten, manche machen das ruhig, aber du musst auf jeden Fall auch ein Alpha-Tier sein und ausstrahlen, dass du jede Situation und alle Mannschaftsteile und die gesamte Mannschaft als Ganzes jederzeit im Griff hast, unabhängig von deiner sportlichen Qualifikation. Wenn du Cheftrainer bist, hast du im Profi-Football 15 bis 18 Assistenten. Das heißt, als Cheftrainer ist mein Job eigentlich nur, das große Ganze zu überschauen und zuzusehen, dass alles läuft. Taktisch ist man als Cheftrainer relativ wenig involviert. Es gibt natürlich Cheftrainer, die immer noch trotzdem entweder sich den Angriff oder die Verteidigung aussuchen. Ich bin auch immer sehr involviert oder leite den Angriff auch. Ich bin nicht nur Cheftrainer. Aber du musst als Trainer wirklich es schaffen, aus einer Gruppe von Einzel-Alpha-Männchen was Gemeinsames zu schaffen. Das ist die größte Herausforderung. Und wie gesagt, wie man das schafft, da gibt es verschiedene Arten, das zu machen. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was meine Art ist. Ich bin einfach ich. Und ich glaube, das ist ultimativ der Schlüssel, weil gerade mit sehr selbstbewussten jungen Männern, die können es förmlich riechen, wenn du nicht du selbst bist. Dann hast du keine Chance. Und ich habe da wirklich fachlich kompetente Coaches grandios scheitern sehen. Und wenn du nicht du selbst bist, wenn du versuchst, dem was vorzuspielen, den harten zu machen, oder wenn du zu nett bist, weil du mit jedem halt eine gute Stimmung haben willst, das funktioniert auch nicht, weil du bist ultimativ im Profisport nicht der Freund der Spieler, sondern du bist deren Vorgesetzter, der sie leiten soll, und deine Entscheidung wird nicht jeder lieben, aber sie müssen sie respektieren
Und diese Gratwanderung zwischen Disziplin zu implementieren und auch mal unpopuläre Entscheidungen fällen und trotzdem noch menschlich dabei bleiben, das ist die größte Herausforderung. Und ich würde sagen, das ist meine größte Stärke. Denn taktisch gibt es hunderte, tausende erstklassige Trainer. Aber wie gesagt, die erfolgreichen schaffen es, die Spieler individuell so anzupacken, dass sie ihr Ego in die Tasche packen, nach hinten und sagen, okay, ich lasse jetzt mal mein Ego aus dem Spiel. Ich sehe das große Ganze, weil ich dem Mann folgen will und die Philosophie gut finde. So, komm, ich muss mich zusammenreißen. Das ist die größte Herausforderung als Trainer, glaube ich, in jeder Sportart. Du hast eben schon angesprochen, ich glaube, im Deutschen, im Amateursport ist es so, dass die Spieler auch alle Jobs haben, also Vollzeit arbeiten und dann den Sport zusätzlich noch machen. Wie motiviert man so jemanden, der vielleicht auch im Job gerade einen auf den Deckel gekriegt hat, vielleicht gibt es auch sonst im Leben noch Themen. Das merkt man ja, wenn jemand dann zum Training geht und vielleicht nicht ganz dabei ist oder auch selbst bei einem Spiel. Wie bekommst du das hin als Trainer, dass der dann wieder richtig brennt? Ja, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich kenne das Ganze natürlich. Das macht es nicht einfach. Und das war einer der Gründe für mich zu sagen, als Profi im Amateursport ist echt schwer. Darfst du nicht von abhängig sein. Aber ich kenne es natürlich, dass jemand Stress im Job hat, mit der Familie, mit der Frau, weil die genervt ist, dass man nach dem Job direkt zum Training geht. Das kenne ich natürlich alles. Für mich der Schlüssel ist tatsächlich, überhaupt das zu erkennen als Trainer, dass da was schief läuft. Und du musst als Trainer nicht nur im Amateursport, sondern auch im Profisport immer eine persönliche Beziehung zu deinem Athleten, zu deinem Spieler haben, damit du weißt, wie heißt seine Frau? Hat er 2 oder 3 Kinder? Wie heißen die Kinder? Was bewegt ihn gerade zu Hause? Ist da irgendwas los? Und wie gesagt, für mich war es immer ganz, ganz wichtig zu wissen, was läuft bei meinem Spieler privat zu Hause, damit ich dann auch darauf eingehen kann. Und wenn der Athlet, der gerade einen schlechten Tag hat, weiß, ey, Coach weiß, meine Frau macht mir Stress, bei meinem Job haben sie gerade jetzt mein Gehalt gekürzt und mich auf Zeitarbeit zurückgestuft. Der versteht mich und manchmal musst du gar nicht viel drüber reden. Du weißt ja, wie wir Männer sind. Da reicht schon mal eine kurze Umarmung, Hand auf die Schulter und sagt, ich weiß, harter Tag heute, aber du kriegst das schon durch. Und schon sind wir ja happy. So einfach funktionieren wir Männer ja. Insofern, dass der Schlüssel für mich ist, Teil auch des privaten Lebens des Athleten zu sein. Ohne jetzt jeden Tag am Telefon zu hängen, wie geht's dir, was bewegt dich, hast du Durchfall oder tut dir der Fuß weh? So intensiv nicht, aber du musst schon einen guten persönlichen Draht haben und fast wie eine Vaterfigur oder große Bruderfigur sein. Und rückblickend muss ich sagen, ganz viele meiner jungen Spieler von damals, sie haben immer noch Kontakt zu mir, gerade weil sie, glaube ich, das Gefühl hatten, Coach interessiert, was mit mir persönlich los ist und wie es mir geht und nicht nur, ob ich als ein X auf dem Zettel funktioniere oder nicht. Und wenn die Spieler merken, du bist nicht nur ein Kreis auf dem Zettel, dann reißen sie sich auch den Arsch für dich auf. In deinem Buch hast du eine Situation geschildert mit dem französischen Nationalteam. Und das war eine Situation, wo sie dachten, das gewinnen wir nie. Und du hast diverse Dinge ausprobiert, und sie sind nachher doch voller Siegeswillen auf den Platz gegangen, weißt du? Ah, das war, du meinst, da war ich Cheftrainer in Paris. Genau. Und wir haben in der Champions League gegen den amtierenden Champions League Champion Berlin Adler gespielt. Stimmt. Die waren auch noch deutscher Meister. Das war eine interessante Situation, weil, ja, meine Jungs hatten tatsächlich die Hosen voll. Und, ja, da musste man dann schon tief in die Kiste greifen und es hat irgendwie nichts funktioniert. Aber es hat ja dann doch noch geklappt. Und wie? Wie hat das geklappt? Also ich meine, die hatten ja wirklich die Hosen voll, hast du gesagt. Und da lief nichts mehr. Das merkst du, wenn die Berlin Adler damals trainiert vom guten Freund von mir, Shuan Fatah, war auch in der NFL Europe. Wie gesagt, die waren amtierender deutscher Meister und Champions League Sieger. Das ist ungefähr so, als wenn Bayern zu dir kommt und du bist der krasse Außenseiter. Du bist, keine Ahnung, der HSV. Und es bis dato hat auch noch kein französisches Team irgendwie mal ein deutsches Team geschlagen. Und jetzt stehen die deutschen Jungs da, die sind größer als meine Franzosen, sprechen Deutsch und sahen halt beeindruckend aus.
und es ging wirklich gar nichts. Und deshalb habe ich dann auch das Warm-up abgebrochen, sie mit in die Kabine genommen und versucht irgendwie, sie zu motivieren und bei der Ehre zu packen. Und es lief nichts. Ja, und dann musste ich halt in die Trickkiste greifen, sag ich mal, und habe den Jungs dann erzählt, mal, ich als Deutscher weiß ja, was denn in so einer deutschen Kabine los ist, wenn du gegen Franzosen spielst. Und ich habe denen dann mal erklärt, was da drüben jetzt bei den Berlin-Adlern schon geredet wird. Und habe da so ein paar, sag ich mal, Parallelen benutzt aus dem Zweiten Weltkrieg, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber ja, du kannst nicht, wenn der Feind in dein Lager kommt, ohne Gegenwehr aufgeben und deinem Feind Grund, Boden, deine Frau, deine Schwester zur Verfügung stellen. Jetzt mal nett gesagt. Und da sprang dann einer, das war mein Linebacker, Mehdi hieß er, der hat kein Wort Englisch gesprochen. Der hat dann jemanden gefragt, qu'est-ce qu'il a dit? Was hat er gesagt? Dann hat ihm das jemand übersetzt mit den, du kannst nicht dem Feind Grund, Boden, deine Frau und deine Familie überlassen. Und der sprang dann auf, zog eine Machete, der war Busfahrer übrigens, eine Machete aus seiner Tasche. Keine Ahnung, was er mit der Machete in der Tasche macht. Schrie dann irgendwas. Und die ganze Kabine sprang auf, rannte raus aufs Feld, obwohl wir die Gastmannschaft waren und eigentlich als zweites rauslaufen sollten, lief raus und die waren nicht mehr zu bremsen. Und wir haben dann tatsächlich den amtierenden Champions League-Sieger heroisch geschlagen. Es war ein absurdes Spiel. In letzter Minute mit weinenden Menschen auf der Tribüne und es fühlte sich an, als hätten wir gerade den Super Bowl gewonnen. Aber das war auch ein einschneidendes Erlebnis, obwohl es nur ein Vorrundenspiel war in der Champions League. Aber das war, ja, da war ich fast mit meinem Latein am Ende und da musste ich wirklich ganz, ganz tief in die Kiste greifen. Hast du Emotionen geweckt, ne? Ja, darum geht's in unserem Sport. Darum sehr geht's. Emotionales Spiel. Ohne Emotionen ist Football schwer zu spielen und die Kunst ist, emotional zu sein, ohne jetzt den Kopf zu verlieren. Emotionen gehören dazu. Was macht denn Motivation deiner Meinung nach aus? Ja, Motivation ist alles. Also ohne Motivation kannst du kein Ziel erreichen. So, das ist einfach mal wissenschaftlicher Fakt. So, dass ohne Ziel geht's nicht und dann die Motivation bringt dich dahin. Ja, das muss man als Trainer natürlich benutzen. Weil es gibt ja zwei Arten von Motivation. Einmal die von außen angesteuerte, extrinsische und die intrinsische, die von innen kommt. So, und als Trainer musst du es schaffen, das Feuer anzulodern, von außen motivativ einzuwirken. Aber du musst natürlich dann auch es irgendwie schaffen, als guter Trainer, deine Athleten dahin zu bringen, dass sie merken, Mensch, das, was ich hier im Training mache, das ist gut für mich. Weil diese Motivation, die dann von innen kommt, ich gehe dann wieder zum Training und bleib dran und reiß mir noch mehr den Arsch auf, das ist die dich dann langfristig auf dem Weg hält und dich näher an dein Ziel bringt. Weil die von außen angeregte Motivation, diese ganzen Reden, die man aus den Filmen kennt, ja, das ist ein Strohfeuer für den Moment, aber das, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und du hast keine von innen kommende Motivation, dann ist das Strohfeuer auch ganz, ganz schnell gelöscht. Wie motivierst du dich denn als Trainer? Du darfst ja in dem Moment das Feuer in dir selbst spüren, um es auf andere zu übertragen und auch an den Sieg oder an den Erfolg glauben, ist meine These jetzt. Gab es Situationen, wo du vielleicht gezweifelt hast und dann dich selbst erstmal motivieren durftest? Und wenn ja, wie? Nee, also da muss ich tatsächlich sagen, dass scheinbar, ich habe wahrscheinlich dieses Gen des Größenwahns doch in mir, schon als Spieler und auch als Trainer, dass ich immer das Gefühl habe, Gewinn geht immer. Also Gewinn ist das, was mich ultimativ antreibt. Und ich bin sehr eigenmotiviert. Und das ist, Gott sei Dank bin ich eigenmotiviert. Also ich brauche nie Motivation von außen, sondern hab dieses Feuer brennt in mir, diese Leidenschaft zu gewinnen und gut zu sein. Das ist für mich ultimativ der Motor, es allen und der ganzen Welt zu zeigen, dass wenn ich was will, dann kriege ich das hin. Also ob es damals, haben Freunde zu mir gesagt, oh, du willst jetzt anfangen mit Football, du wiegst 75 Kilo, wirst dann nie so einen Ring gewinnen. Ja, dann war das für mich, dann habe ich mir den Arsch aufgerissen, bis ich so einen Ring hatte. Dann habe ich gesagt, ich will Trainer werden,
vielleicht mal in die NFL Europe gehen. Du hast doch gar keine Ahnung, das wird nie was. Ja, dann muss ich denen das zeigen. Und so geht es eigentlich immer weiter. Und ultimativ, wenn ich jetzt zurückblick, jetzt bin ich Mitte 40, jetzt ist es ein bisschen anders. Ich wollte es nie den anderen beweisen, sondern immer mir selbst. So, und das ist das, was mich antreibt. Und dieses Feuer, was in mir lodert, ja, das ist natürlich, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, weil die Spieler merken, dass es wahrhaftig ist. Also wenn ich wirklich angepisst bin oder nicht die Nerven verliere, aber schon ein bisschen emotionaler werde, dann merken die, oh scheiße, der meint das ernst. Das ist jetzt kein Schauspiel. Und ich habe auch viele, selbst in einer Welt, Trainer erlebt, die das Ganze geschauspielert haben. Wo, wenn du dann als Assistent hinten stehst und dich umguckst und die Augen siehst und die Jungs so Augen rollen, so, ja, jetzt macht er wieder seine Show. Das ist, wäre für mich das Schlimmste. So, und Gott sei Dank, wie gesagt, habe ich dieses Feuer in mir und das erlischt auch nicht. Das ist bei fast allem, was ich mache. Also es ist nicht nur Sport, das lodert überall. Wenn es um irgendwas geht, dann muss ich alles tun, um zu gewinnen oder um dieses Ziel zu erreichen. Und dieses Feuer, was lodert, das merken die Spieler, das merkt der Athlet und beflügelt die. Gibt es ein oder zwei Erfolge in deiner Laufbahn, auf die du besonders stolz bist? Oder in deinem Leben? Sportlich jetzt. Oder auch im Leben. Beides. Also meine beiden größten Erfolge sind meine beiden Töchter. Da gibt es gar nichts zu rütteln. Da würde ich auch, klar, jeder Vater wird sowas sagen, da ist auch jeder World Bowl Sieg, NFL Europe, Deutsche Meisterschaft, Champions League, ist gar nichts dagegen. Das sind meine beiden großen Erfolge, weil wenn ich jetzt sehe, wie die aufwachsen, was für tolle Mädchen das sind, das ist mein, sag ich mal, meine größte Errungenschaft. Sportlich würde ich sagen, der Sieg der NFL Europe World Bowl mit dem Hamburger Team als Offense-Koordinator, als erster Deutscher, der überhaupt diese Position hatte, für einen ganzen Angriff in Verantwortung zu sein. Es gab es bis dato nicht, das war das erste Jahr. Die NFL Europe wollte das nicht. Die wollte keinen Deutschen haben in der Position. Und mein Cheftrainer Vince Martino hat damals tatsächlich dicke, haarige Eier bewiesen, darf man das hier sagen? Und hat ja gesagt, das ist mir egal, Patrick schafft das. Und ich habe genau das gemacht, was ich eben schon gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn ich es mache, dann muss ich das so gut machen, dass keiner danach einen Zweifel hat. Und habe Tag und Nacht gearbeitet wie ein Pferd. Und wir haben den World Bowl gewonnen. Und ich kann mich noch erinnern, als wir da unten standen in der Commerzbank Arena ausverkauft und wir dieses Finale gewonnen haben, das war unbeschreiblich. Das war eine ganz große Errungenschaft in meiner Trainerlaufbahn. Dann natürlich immer schön, es ist die erste Meisterschaft überhaupt, 1996 mit den Blue Devils, das erste Mal deutscher Meister geworden, hier im Volksparkstadion. Das war natürlich auch ein unglaubliches Erlebnis. Und ich glaube, das dritte war jetzt letztes Jahr die World Games. Da haben wir die Goldmedaille gewonnen mit der französischen Nationalmannschaft und den Erzrivalen Deutschland geschlagen, den amtierenden Europameister, und Deutschland diesen Nimbus genommen. Sie sind unschlagbar. Wir haben sie geschlagen und das war natürlich auch wieder so emotional für den französischen Verband und für die Spieler, weinende Menschen. Das waren so die drei großen Spiele, die sich bei mir im Kopf eingebrannt haben. Wie gehst du denn mit Rückschlägen um? Also du beschreibst das auch in deinem Buch. Zum Beispiel, ich denke jetzt zum Beispiel, als du die Baltic Hurricanes übernommen hast, hast du da ein eigenes Trainerteam aufgebaut, mit richtigen Topgrößen auch, internationalen Topgrößen. Große Erwartungshaltung, erstes Spiel verloren. Das stimmt. Und wie gehst du generell, wenn so eine Dinge passieren, damit um? Also was hilft dir dann? Weil ihr habt ja nachher, seid ihr nicht sogar deutscher Meister geworden? Wir haben danach alles kein Spiel mehr verloren und sind deutscher Meister geworden. Aber ich weiß noch, nach dem Spiel war ich natürlich ziemlich genervt und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, natürlich zweifelt man auch mal, ist der Weg, den ich eingeschlagen habe, der richtige? Weil ich habe dann damals in Kiel wirklich einen Kahlschlag gemacht und einmal durchgetauscht. Und natürlich ist Football Deutschland, das ist ja ein Dorf. Und dann hieß es so, mit Kiel ist dieses Jahr nicht zu rechnen. Und ich habe mir natürlich in meinem Kopf schon, die deutsche Meisterschaft war für mich ganz klar, da muss es hingehen. Und wenn du dann das erste Spiel verlierst, ist es schon ganz schön hart. Aber ich habe einen erstklassigen Mentor, Bob Valesente, war College Head Coach, NFL Coach, Super Bowls gewonnen. Der ist mein Mentor, der war mit mir hier drüben 2010. Und der sagte, der war für mich ganz wichtig in der Situation, weil der gesagt hat, pass auf,
Du musst nichts ändern. Du bist auf dem richtigen Weg. Lass sie erzählen, lass die Zweifler zweifeln. Du bist auf dem richtigen Weg. Nicht alles kann immer geradeaus gehen. Manchmal musst du auch links und rechts abbiegen, aber bleib auf deinem Weg. Und Gott sei Dank hatte ich ihn da, weil wir sind auf dem Weg geblieben und der Weg waren dann 17 Spiele ungeschlagen und deutscher Meister geworden. Mhm. Aber ansonsten bin ich ein schlechter Verlierer. Also muss ich sagen, ist so, ich habe auch zweimal in Folge die deutsche Meisterschaft gegen Schwäbisch Hall verloren. So, das ist ein hartes Brot, besonders die zweite Niederlage war hart, weil wir haben geführt und dann bricht sich der Quarterback die Rippen, der Import Running Back, der Superstar, bricht sich den Arm direkt vor meiner Nase und dann wird auch noch einer in der Offensive Line, der Center, rausgeschmissen und dann weißt du, oh Gott, gegen gutes Team verlierst du drei Schlüsselspieler, dann wird's schwer und wenn du dann so ein Spiel verlierst, das zweite Finale in Folge verlierst, das ist schon ganz schön hart, aber für mich war das Motivation, direkt am nächsten Tag zu sagen, okay, wir fangen an, nächstes Jahr müssen wir wieder dahin und dann gewinnen wir das Ganze. Mhm. Also für mich sind Niederlagen immer eine Chance für neue Motivation. Du hast eben erzählt von Ruslan Chagayev, dem Boxathleten auf internationaler Ebene, den du auch fit gemacht hast. Mhm. Wie hast du es gemacht? Jetzt so ihn trainiert? Ja, ich habe tatsächlich mir Boxen intensiv angeschaut und die Parallelen zwischen Boxen und Football gesucht. Und dann daraus abgeleitet, das Ganze zu kombinieren. Zum Beispiel alles, was Lateral Movement ist, also Rechts-Links-Bewegung, ist im Boxen ist die gleiche Bewegung wie im Football. Wir trainieren das Ganze natürlich anders als ein Boxer. Die sind wirklich, Boxer sind noch oldschool. Also die Trainingsmethoden im Boxen teilweise sind so alt, dass ich erschrocken war. Aber ich habe, wie gesagt, Football-Übungen, die vom Bewegungsablauf dem Boxen ähnlich sind, genommen und das mit Boxen kombiniert. Zum Beispiel gibt es viele Übungen im Football für Lateral Movement, also Rechts-Links-Bewegung. Die habe ich genommen. Und jetzt Ruslan zum Beispiel mit Terrabändern an seinen Füßen festgezurrt und an seine Fäuste auch noch festgezurrt. Und er musste dann diese lateralen Bewegungen machen und dabei boxen mit Widerstand. Der natürlich dann, je näher du an die maximale Kontraktion kommst, desto schwerer wird der Widerstand. Und ich habe ihn tatsächlich, ein großer Punkt war Mobilität, weil er war steif wie ein Brett, konditionell nicht wirklich in guter Form. Also ich habe ihn dann wirklich mit Übungen, die er so noch nie gemacht, erlebt, gesehen hat, durch einen Wolf gedreht und sein Gewicht ist dann von 118 auf 108 gefallen und er hat dann den Kampf in Grozny dann mit 112 Kilo bestritten und gewonnen. Und seine Titelverteidigung gegen Pianeta, da war der wirklich, es war dann die zweite Runde, die erste Verteidigung, zweiter Kampf, den ich betreut habe. Da hat er Francesco Pianeta hier in Magdeburg in der ersten Runde aus dem Leben gehauen, weil es ist dankbar, so einen Athleten zu trainieren, weil Ruslan hatte eine Schlagkraft, die unglaublich war. Und das, obwohl er am Anfang haben wir einen Krafttest gemacht, der hat maximal 130 Kilo gedrückt. Für so einen Berg von einem Mann ist das natürlich eigentlich fast, ich will nicht sagen lächerlich, aber nicht wirklich stark. So, das war dann beim Bankdrücken. Das war dann irgendwann bei 195 Kilo mit weniger Körperfett, mehr Schnelligkeit, Explosivität. Das war dann schon, war cool, sowas mal zu sehen, als jemand, der außerhalb vom Boxen eigentlich ist, zu sehen, ach, das, was wir im Football machen, lässt sich transferieren und hat Erfolg in anderen Sportarten. Das war schon schön, das zu sehen. Wie trainiert denn so eine Football-Mannschaft auf internationaler Ebene? Welchen Anteil hat das Training auf dem Feld? Und ich bin sicher, alle machen auch Krafttraining. Wie sieht zum Beispiel das Krafttraining aus bei so einem Football? Ja, das kommt natürlich darauf an, in welcher Phase man gerade steckt. Also ist man gerade aus der Saison gekommen? Ist man kurz vor der Saison? Welche Position spielt man? Es gibt ja die großen Jungs, die Offense und Defensive Linemen, die 130 Kilo und mehr wiegen. Die trainieren natürlich anders als jemand, der meine Position spielt, 90 Kilo wiegt und eher der Sprinter ist. Welche Position hast du gemacht? Ich habe Cornerback gespielt und Safety, also in der Passverteidigung. Das heißt, wir sind die Sprintertypen. Wir spielen gegen die Passempfänger und das ist ein verdammt schwerer Job, weil die laufen vorwärts, wir laufen erstmal rückwärts
Und da siehst du schon, dass die Anforderungen an die verschiedenen Positionen so unterschiedlich sind, dass du das gar nicht verallgemeinern kannst. Du kannst jetzt nicht einen 2 Meter 150 Kilo Mann das gleiche Trainingspensum absolvieren lassen wie jemand mit 90 Kilo. Also klar, es ist ein Laufsport, aber es ist auch ganz klar, dass wenn du ein großer Offensive- oder Defensive Lineman bist und jenseits der 130, 40 Kilo bist, ist deine Sprintdistanz 10 Meter explosiv. Die trainieren wie Gewichtheber, wie Kraft-Dreikämpfer. Explosiv, auf ganz kurzem Raum, maximale Kraft umzusetzen und das ideale Verhältnis von Kraft und Masse zu haben. Mit Betonung auf Kraft und Masse. So, da ist es jetzt nicht so wichtig, wenig Körperfett zu haben. Also die haben auch mal 20% Körperfett, aber das ist okay, weil das Ganze ist ja auch eine Schwungmasse und unter dem Fett steckt wirklich ein verdammt großer, schneller, explosiver Athlet. So, auf meiner Positionsgruppe ist es anders. Wir trainieren, wir haben halt die Herausforderung, eigentlich so schnell zu laufen wie olympische Sprinter und aber gleichzeitig die Kraft zu haben, auch sich mit 120, 130 Kilo Menschen abzurangeln, sage ich jetzt mal. Also es ist schon nicht so einfach. Je schlanker du wirst, desto schwerer wird es eigentlich, weil du brauchst auf meiner Position ist das A und O natürlich Geschwindigkeit. Denn Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Wir haben relativ wenig Masse mit 90 Kilo. Deshalb, um in so einer Kollision mit jemandem, der 120 Kilo wiegt, eine Chance zu haben, musst du natürlich schneller beschleunigen, damit dann die Kraft, die aus Masse mal Beschleunigung resultiert, damit du überhaupt eine Chance hast. Das heißt, auf meiner Positionsgruppe Plyometrics, Speed, Kondition, nicht so sehr Masse, ist eher sekundär, aber ja, Kraft und Geschwindigkeit und besonders Geschwindigkeit und Geschwindigkeit ist natürlich dann irgendwann das Resultat aus größerer, gesteigerter Maximalkraft. Das ist das Ziel auf meiner Positionsgruppe. Also das variiert wirklich. Mhm. Das kann man nicht generell sagen, Footballspieler müssen alle Bizeps-Curls machen, so einfach ist es nicht. Aber du wirst schon im Footballtraining, sag ich mal, die Grundübungen wie Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, Umsetzen, also Power Cleans und Overhead Squats, solche Geschichten, siehst du da, wir nennen sie Compound Movement, wo mehrere Körperwinkel sich öffnen und schließen, weil es halt dem Sport am nächsten kommt. Das schnelle, exklusive Öffnen von Körperwinkeln ist Kraftübertragung. Und das ist das A und O in einem Kollisionssport. Wie sieht's mit der Ernährung aus? Wie sehr wird da drauf geachtet? Ja, die ist natürlich, die spielt einen entscheidenden Faktor. Wie gesagt, immer davon abhängig, welche Positionsgruppe. Bei den großen, schweren Jungs musst du bei einigen aufpassen, dass sie nicht zu schwer werden in der Off-Season. In-Season läufst du so viel, da wirst du nicht zunehmen. Aber in der Off-Season, du willst natürlich nicht einen 150 Kilo Mann mit 20% Körperfettanteil dann in die Off-Season schicken und der frisst und pumpt und kommt wieder und wiegt 180 Kilo und hat 25% Körperfettanteil. Das willst du nicht, weil irgendwann geht dann diese Kurve, auch wenn du kräftiger wirst, wirst du langsamer und sag ich mal, das Produkt aus Masse mal Beschleunigung ist, dann ist die Kraft irgendwann weniger, wenn du weniger beschleunigst, weil du zu schwer bist. Insofern, bei denen ist es in der Offseason die Balance, nicht zu viel zu essen und nicht zu schwer zu werden. Auf meiner Positionsgruppe, ich hatte eigentlich immer die Herausforderung, schneller zu werden und schwerer zu werden, weil ich wusste, in der Saison nehme ich 7-8 Kilo ab. Also ich bin teilweise mit 91, 92 Kilo in die Saison gestartet und wog dann am Ende der Saison 83 Kilo. Weil du läufst viel. Das, was du verbrennst und umsetzt, kriegst du alles gar nicht wieder reingefressen. Weil wir waren ja auch keine Profis, oder sind keine Profis gewesen damals. Studierende, hast einen Job und isst, trainierst, gehst 4-mal in der Woche zum Training, rennst da 2-3 Stunden übers Feld und dann, sag ich mal, das zu halten, was du in der Offseason erreicht hast, ist unheimlich schwer. Ich habe es nie geschafft. Ich habe, wie gesagt, immer ordentlich abgenommen. Aber wir, ja, sag ich mal, auf meiner Positionsgruppe musst du schon zusehen, dass du in der Off-Season wirklich dein, sag ich mal, Kalorien-Intake verdammt hoch ist. Du bist jetzt mit Mitte 40 unglaublich gut in Form, immer noch. Wie hältst du dich denn fit, Patrick? Ja, du, es gab auch mal eine Phase, da hatte ich so viel zu tun, da war ich nicht in Form. Also für mich, für meine Verhältnisse, so, da wog ich 103 Kilo. Gucken dich Leute an und sagen, ja, du bist Football-Coach, bist ein kräftiges Ding, kannst ordentlich was wegwuppen im Gym,
aber ich habe mich selbst halt nicht wohlgefühlt, weil ich einfach nicht in der Form war, in der ich mich selbst so sehe. Aber man muss natürlich auch der Wahrheit ins Auge blicken. Man ist nicht Mitte 20, sondern Mitte 40. Jetzt bin ich wieder ziemlich nah an der Form, die ich hatte, als ich gespielt habe. Da wog ich ja, wie gesagt, so zwischen 88 und 91 Kilo. Da bin ich jetzt. Körpergröße? 1,88, 90, 89, 90 Kilo wiege ich jetzt. Das ist ganz gut. Körperfettanteil ist gering. Noch nicht ganz einstellig, aber vielleicht schaffe ich das ja noch. Ja, wie halte ich mich fit? Also erstmal achte ich auf meine Ernährung. Und ansonsten trainiere ich halt gerne und viel. Ich war schon immer, auf Englisch sagt man Gym Rat, jemand, der immer gerne ins Gym geht. Ich war früher schon, musste ich mich zwingen, einen Tag nicht ins Gym zu gehen. Mhm. So, und wenn ich zeitlich das einrichten kann, dann bin ich eigentlich auch 5 oder 6 Mal im Gym, weil selbst an den Tagen, die ich eigentlich off habe, gehe ich ins Gym und mache Mobility, sowas wie 5 Mobility Konzept oder gehe aufs Laufband, aufs Fahrrad, dehn mich. Also, weiß nicht, wenn ich nicht ins Gym gehe und einmal im Groove bin, dann fühle ich mich schlecht. Und dann, ja, aber 5-mal die Woche Sport, auf die Ernährung achten, das ist das, was mich jetzt wieder in Form gebracht hat. Ich habe wie immer auch nochmal in der Dranbleiber-Community rumgefragt. Da sind auch ein paar spannende Fragen an dich gekommen, Patrick. Du hast das eben schon angerissen. Dave hatte über Twitter gefragt, wie stehst du zu Rugby? Wie steuerst du im Training die unterschiedlichen Anforderungen an die Positionen, besonders im Kraftbereich? Besonders, wenn die Krafträume eventuell nur rudimentär bestückt sind. Also, wie ich zu Rugby stehe, ist ein sehr physischer Sport, ist aber nicht meine Sportart. Ich bin kein Rugby-Gucker, habe mich damit nicht auseinandergesetzt, aber es ist definitiv eine interessante Sportart und dem Football ja auch gar nicht so fern. Wie steuere ich das Training in Bezug auf die verschiedenen Anforderungen innerhalb einer Mannschaft? Das kriegst du natürlich nur hin mit genügend Assistenztrainern, weil ich alleine kann nicht 5 verschiedene Positionsgruppen im Angriff und dann noch 3 oder 4 in der Verteidigung gleichzeitig coachen. Das geht nicht. Deshalb hast du im Football so viele Assistenztrainer, die man anleitet, die dann das umsetzen, was dann angefordert wird in der jeweiligen Positionsgruppe. Also das machen Assistenztrainer. Und die letzte Frage war, im Kraftraum, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, dass, jede Positionsgruppe oder Körpertyp ein unterschiedliches Training braucht. Und wenn du nur ein rudimentär ausgestattetes Gym hast, dann hoffe ich, dass das bedeutet, du hast einen Rack, eine Bar, also eine Hantelstange und ordentlich Gewicht, weil das ist alles, was du brauchst. Christine hat noch einen Kommentar via Facebook. Sie sagt, alles, was ich über Schmerzmittel weiß, habe ich von einem Kerl aus der Defense-Line gelernt. Was ist da dran? Ja, also Football ist ein Kollisionssport. Überall, wo Kollision oder Kontakt ist, entstehen Schmerzen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Entweder man lernt damit umzugehen, weil zu sagen, Schmerzen gibt's nicht, ist gelogen. Das tut weh. Und entweder man kann damit umgehen und hat es mit der Schmerztoleranz eher am unteren Level und kann damit umgehen. Wenn man damit schlecht umgehen kann, dann gibt es Leute, die Schmerzmittel nehmen. Und das ist natürlich was Fatales, weil meistens, wenn die Schmerzen so lange anhalten und so unerträglich sind, dass du Schmerzmittel nehmen musst, dann liegt eine Verletzung vor. Dann mein alter Cheftrainer hat immer gesagt, man muss den Unterschied wissen zwischen Verletzung und Schmerz. Schmerz kannst du tolerieren, eine Verletzung darfst du nicht ignorieren. Dann musst du dich drum kümmern, aussetzen und wieder gesund werden. So, und aber Schmerztoleranz gehört dazu. Und wie gesagt, einige, gerade im Amateurbereich, nicht nur natürlich auch bei den Profis, aber gerade im Amateurbereich ist es natürlich schwer mit der medizinischen Versorgung. Du tust dir weh, dann gibt es meistens nur ein Physio. Beim Training im Amateursport gibt es gar kein Physio. Ja, und dann macht man halt weiter und dann tut schlimmer weh und dann musst du am nächsten Tag wieder zur Arbeit und funktionieren, weil du bist DHL-Bote und kannst ja deinem Chef auch nicht sagen, ich kann nicht, weil mein Fuß, ich kann nicht auftreten. So, als Profisportler sagst du, hey Coach, mein Enkel, oder da sagt der Chef-Physio sagt schon, hey, pass mal auf, der spielt nicht oder macht nicht mit, weil den muss ich erstmal wieder fit kriegen und der kriegt dann Anwendungen und so weiter. Das geht halt im Amateursport nicht. Also was macht ein Amateursportler? Nimmt eine Ibo 800 und kneift die Backen zusammen.
So, das ist das große Problem. Amateur, Kontakt, Kollisionssport und ja, das echte Leben. Aber ja, ich glaube, das ist eine Mehr zu denken, dass das nur im Football so ist. Das ist sicherlich im Fußball, Eishockey, ich will nicht wissen, was im MMA los ist. Aber in jeder Sportart, alles, was du übertreibst, und Leistungssport ist Übertreibung, so, alles, was du übertreibst, ja, fordert seinen Tribut und ja, das ist nicht, dass es gut ist, aber dann passiert sowas, dass es immer Menschen gibt, die nicht mit Schmerzen umgehen können, auch nicht die Hilfe suchen und dann den einfachen Weg gehen. Ich persönlich, für mich, ich bin ja total der Angsthase, was alles so Medizin, Tabletten und so weiter. Wir werden ja auch oft gefragt, wie sieht's denn mit Doping aus? Und hast du mal gedopt? Ich bin Gott sei Dank ein Schisser. Also Tabletten nehmen, nur wenn's wirklich ganz, ganz nötig ist. Ansonsten Kopfschmerzen, Schmerzen ertrage ich lieber, bevor ich irgendwas nehme, weil ich Angst habe vor den Nebenwirkungen. Irgendwelche Steroide oder solches, da hätte ich Riesenangst, dass meine Eier schrumpfen oder ich irgendwann Nierenschaden bekomme. Das steht in keinem Verhältnis. Das, was du rausbekommst, steht in keinem Verhältnis zu dem, welche Gefahr du da eingehst. Und am Ende des Tages kann ich vielleicht sagen, Gott sei Dank habe ich es auch nie gebraucht, weil obwohl ich ein eher schlanker, schmaler Athlet war, war ich immer extrem kräftig. So, insofern, ich brauchte nichts, mit Schmerzen konnte ich umgehen, so, oder bin hinausgewichen. Insofern, für mich war es kein Thema, aber das ist natürlich immer im Leistungssport, ist immer genau das ein Thema. Wie geht man mit Schmerz um? Die letzte Frage kommt von Moni, auch via Facebook, und Moni ist übrigens befreundete Personal Trainerin, großer Baseball-Fan, und da wollte sie natürlich von dir wissen, was hältst du denn von Baseball? Schönen Gruß, Moni übrigens. Hallo Moni, sorry, dass ich das jetzt sagen muss. Baseball und ich werden nie Freunde werden. Das schlafen mir, ich habe ein Baseballspiel gesehen, ich weiß es nicht. Mir sind die Füße eingeschlafen. Und ich habe mir, glaube ich, 15 Hotdogs geholt während des Spiels. Da passiert mir zu wenig. Aber ich muss zugeben, ich habe mich auch nicht genug damit auseinandergesetzt wahrscheinlich. Aber mir fehlt so ein bisschen die Action, die du beim Football immer hast. Thema Vorbilder würde ich gerne nochmal ansprechen. Wenn du das Wort Erfolg hörst, welche Menschen kommen dir da in den Sinn? Hast du persönlich Vorbilder? Also wenn ich Erfolg höre, wer kommt mir in den Sinn? Nelson Mandela? Martin Luther King? Ja. Der Dalai Lama? Ich meine, die hatten ultimativen Erfolg, weil sie den gesamten Globus mit dem, was sie gemacht haben, verändert haben. Das ist der ultimative Erfolg. So, alles, was im Sport, im Showbusiness passiert, ist irrelevant verglichen mit dem, was die erfolgreich und jetzt nicht im Sinne von sportlich erfolgreich, sondern Erfolg generell, was die erreicht haben. Insofern sind das für mich auch Vorbilder, wenn es darum geht, was ist ultimativer Erfolg, zu wem guckst du auf oder wen bewunderst du, gibt es in der Sportwelt eigentlich keinen, sondern sind eigentlich alle außerhalb der Sportwelt. Gibt es etwas, das du glaubst, das nur wenige Menschen glauben? Ja, ich weiß ja nicht, wer das sonst noch alles so glaubt, aber ich glaube daran, dass an Karma, wenn du Schlechtes daraus packst, kommt irgendwann Schlechtes wieder zurück. Und andersrum, wenn du Gutes in die Welt bringst, kommt irgendwann früher oder später auch Gutes zu dir zurück. Das ist irgendwie bei mir Story of my life. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe zu viel zu einem Ja gesagt, jedem geholfen und haben mir immer gesagt, du musst mal lernen, Nein zu sein. Aber rückblickend muss ich sagen, dass durch meine Taten jetzt so viel wieder zurückkommt von Menschen, die gesagt haben, ja, und ach Mensch, damals hast du mir geholfen und das fand ich total cool und keine Ahnung. Ich bin jetzt in der und der Position. Hast du nicht Lust irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel ein Volvo zu fahren? Umsonst? Ja, komm. Wo ich sage, ey, so, warum ist das passiert? Die meisten sagen, ja, der Izuma hat wieder Glück gehabt. Nee, der Izuma hat kein Glück gehabt. Der war vielleicht lange nett, ohne einen Hintergedanken zu jemandem und über Jahre und es ist nichts passiert und auf einmal ist derjenige in einer guten Position und will mir was zurückgeben und daran glaube ich einfach. Ich weiß nicht, ob da viele Menschen dran glauben heutzutage, wahrscheinlich eher nicht, aber ich glaube da fest dran und versuche mich immer wieder daran zu erinnern, jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, nicht
nicht in, sag ich mal, im Kommerz, in der Schnelllebigkeit unserer Welt, ist jetzt natürlich in so einem Internet-Podcast genau der richtige Satz, aber dass man neben den ganzen Twitter, Facebook, Instagram, Glamour nicht das vergisst, worauf es ankommt, nämlich die persönliche, zwischenmenschliche Beziehung, dass du da gesund und gut mit umgehst. So, und das hat ist natürlich, sobald du Vater wirst und zwei kleine Menschen ins Leben geschickt hast, dann hat sowas natürlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung. Gibt es etwas, was du gerne an dir ändern würdest, wenn du könntest? Ja, ich würde meinen Körperfettanteil jetzt direkt mal um 5% nach unten schrauben. Nein. Gibt es was? Ja, ich glaube, ich würde mir selbst für mich selber wünschen, dass ich manchmal nicht so dickköpfig bin und ja, die Qualität, die ich vorhin angesprochen habe, dass die mich erfolgreich gemacht hat, nämlich dieses gewinnen wollen, es mir selbst beweisen zu wollen, dass die steht, da stehe ich mir manchmal selbst im Weg, weil ich dann halt vergesse, mal einen schönen Moment auch zu genießen, sondern direkt wieder auf dem Weg bin und an das Nächste denke. So, da würde ich mir selbst wünschen, manchmal die Qualität zu haben oder die Fähigkeit zu haben, zu sagen, hey, ich genieße das jetzt mal und bin ganz im Moment und renne nicht gleich wieder weiter, weil ja, die andere Version ist stressig. Und Stress, das habe ich ja auch in meinem Buch davon berichtet, Stress ist ungesund. Dein Buch ist absolut lesenswert. Das kann ich jedem, der vielleicht auch das eine oder andere aus diesem Gespräch mitnimmt, nur ans Herz legen. Ich habe es erstaunlich schnell durchgehabt, was immer ein gutes Zeichen ist, weil ich bin relativ langsamer Leser. Gibt's sonst noch spannende Projekte, die du gerade in der Pipeline hast? Woran arbeitest du gerade? Ja, also das ist jetzt wahrscheinlich, wenn das ausgestrahlt wird, wurde es schon gedreht. Ein eigenes Format für RTL, was natürlich mit Fitness Competition zu tun hat. Das ist jetzt ein Projekt, was bei mir anliegt und dann im Herbst bei RTL laufen wird, freitagabends. Dafür habe ich mich auch wieder jetzt so in Form gebracht. Ich hoffe, man sieht es dann. Absolut, ja. Auf der Mattscheibe. Ja, das ist natürlich ein großes Projekt. Dann. Was ist das für eine Show? Kannst du noch was zu sagen? Oder? Ja, das ist eine Competition-Show, die sich in der Wüste abspielt. Und die ist anders als zum Beispiel Ninja Warrior, sag ich jetzt mal, wo du einen Obstacle-Kurs hast und du kämpfst gegen die Zeit und den Kurs. In der Competition-Show kämpfst du halt wirklich Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Und es ist sehr runtergebrochen, sehr rudimentär. Und das finde ich natürlich als Football-Trainer und sehr interessant. Und entspricht meinem Naturell, jetzt mal ohne großartig wilden Applikationen oder irgendwelchem Equipment, was dich zu battlen, sondern wirklich wieder runter zur Basic zu kommen. Du gegen mich, lass uns gucken, wer besser ist. So, und das finde ich sehr interessant, besonders in dem Setting in der Wüste. Das ist, wird physisch und mental eine Riesenherausforderung sein, weil es ist heiß und es wird wirklich heftig. Darauf freue ich mich sehr. Wie heißt die Show? Die Show heißt Showdown und läuft im Herbst bei RTL. Ja, dann habe ich noch die EM mit der französischen Nationalmannschaft. Die liegt im Ende Juli, Anfang August an in Finnland. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesending. Wir sind amtierender World Games Champion und wollen natürlich versuchen, jetzt auch noch die Europameisterschaft zu gewinnen. Also sind gute Teams am Start. Österreich wird sicherlich sehr, sehr schwer. Cheftrainer ist ein Freund, guter Freund von mir. Das wird interessant. Und dann ist ja zwischen Showdown-Dreh und der EM ist noch ein Format, wo ich noch involviert bin oder dass ich moderiere. Das wird auch sehr, sehr cool. Darauf freue ich mich sehr. Insofern, der Sommer ist voll. Und dann zum Herbst, Ende August, geht meine Buchtour los. 20 Stops durch ganz Deutschland. Stimmt, da kann man dich auch live sehen. Da kann man mich live sehen, ja. Das muss man sich nicht wie eine Lesetour vorstellen. Also ich setze mich da nicht auf die Bühne und lese aus meinem Buch. So wird es nicht laufen. So, und das liegt an, das sind 20 Stops und es geht natürlich dann auch wieder die NFL-Saison los, was bedeutet, ich bin Sonntag in München und Dienstag nochmal zum Magazin. Das heißt, das Jahr wird es wirklich in sich haben. Wird die Europameisterschaft im Fernsehen übertragen? Die wird in Finnland übertragen. Ich hoffe,
dass sie hier auch in Deutschland zu sehen sein wird. Ich weiß, dass das Interesse da ist von ProSieben, Sat.1, von RAN, das zu zeigen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich würde es mir wünschen. Eine Frage noch. Wenn du eine große Plakatwand mit Leben füllen würdest, irgendwas draufschreiben, das jeder sehen kann, zum Beispiel hier in Hamburg, in der Hafen City oder sonst wo, wo alle vorbeikommen, Jungfernstieg, was würdest du draufschreiben? Ich würde, glaube ich, 2 Kinder abbilden. Wahrscheinlich ein schwarzes, ein weißes oder ein asiatisches, ist egal. Ein paar Kinder verschiedener Rasse und einfach Liebe drüber schreiben. Mhm. Also das ist alles. Gerade in der heutigen Zeit ist das, was wir brauchen. Ich meine, guck dir an, was abgeht in Syrien, Trump, Putin. In Polen haben sie jetzt auch einen verrückten nationalistischen Staatschef. Das ist, irgendwie habe ich das Gefühl, unsere Welt gerät irgendwie so ein bisschen aus den Fugen. Und sag ich mal, das wirklich Essentielle geht irgendwie verloren. So, deshalb, wenn ich eine Chance habe, eine Message da rauszubringen, dann wäre: Kinder sind unsere Zukunft und ein bisschen mehr Liebe in dieser Welt, so abgedroschen, dass auch klingen mag von einem Football-Coach, der eigentlich ja immer das Harte propagiert. Das wäre für mich, dass die beiden Messages wären für mich das Wichtige. Wo findet man dich online? Für die, die mit dir in Kontakt treten wollen? Also online findet mich, einmal gibt es eine Website, patrickizuma.com, dann aber natürlich Facebook, Twitter, Instagram, Coach Izuma einfach oben eingeben, dann findet man mich schon. Ich bin auf allen dreien Portalen sehr aktiv. Da gibt's Videos von dem, was ich so mache, Instagram-Stories, also da bin ich ganz reg dabei. Super, vielen Dank, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst, oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der: Mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.